Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr diese süße Ratte nachhäkeln könnt. Das ist wirklich ganz einfach und schnell gemacht mit meiner Häkelanleitung sowieso. Und solltest du Fragen haben, dann schreib mir gerne in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, los geht's! Ich zeige euch jetzt erstmal, was ihr dafür braucht oder was ich jetzt dafür verwendet habe. Einmal ein grauer Ton. Habe mich jetzt hier für so einen etwas dunkler entschieden. Der ist von Action. 100%ige Baumwolle. Dann noch so ein hellrosa und ein Stück weiß. Klar, eine Häkelnadel, eine Schere und eine Nähnadel. Wo habe ich die jetzt? Ich habe jetzt hier eine etwas dickere, habe da aber noch welche, die ein bisschen schmaler sind, muss ich nachher nochmal gucken. Also ihr braucht eine Nähnadel. Und ich benutze noch für die Augen solche Steckaugen. Die habe ich jetzt bei eBay gekauft, die gibt es aber auch mal Amazon. Und dafür gibt es auch noch diese hinteren Anstecker. Die habe ich auch hier. Die kriegt ihr ebenfalls bei eBay oder bei Amazon. Und dann können wir auch schon loslegen. Wir fangen an mit der Nasenspitze. Die möchte ich gerne in diesem helleren Rosaton haben. Wir häkeln einen magischen Ring. Den macht ihr so, wie ihr den gelernt habt. Ich mache den wirklich ganz einfach, indem ich einfach diesen Faden hier drumherum mache, das dann so entnehme, dass der Ring ist. Den halte ich so fest und darin arbeite ich jetzt einfach. Ich hole den Faden, hole hier oben den Faden und mache das erneut, einmal drunter, hole den Faden und hier oben mache dann die erste Masche und davon machen wir insgesamt 6. Also eine haben wir, die zweite, die dritte, 4, 5 und 6. Wir schließen unseren Ring. So, häkeln jetzt weiter in Spirale. Wir brauchen diesen jetzt nicht schließen. Und zwar, wir haben jetzt aktuell 6 Maschen, werden jede dritte verdoppeln und müssten dann am Ende insgesamt 9 Maschen haben. Also in die erste kommt nur eine feste Masche, in die zweite kommen 2. Das ist dann die 2. Und die Nummer 3, ne, die haben wir verdoppelt. In die dritte Masche kommt unsere Nummer 4, nur die 4. In die nächste kommt die 5 und die 6. In die nächste nur die 7. Danach die 8 und die 9. Dann sind wir nämlich fertig. Ihr könnt jetzt nochmal nachzählen, weil ich glaube, ihr das eben genau gesehen habt. Jetzt könnt ihr nachzählen, ob ihr 9 habt. Wenn ja, habt ihr alles richtig gemacht. Und in der nächsten Runde wollen wir Abnahmen machen. Wir haben aktuell 9. Wollen jede zweite ist eine Abnahme. Das heißt, wir werden gleich am Ende wieder 6 Maschen haben. Also die erste ist eine feste, die zweite, da holen wir den Faden, ups, nochmal neu, holen den Faden, gehen durch die dritte, holen erneut den Faden und holen nochmal den Faden und gehen durch alle Schlaufen. Und das war jetzt unsere Abnahme. Das wiederholen wir noch 2-mal. Dann müssten wir wieder insgesamt 6 Maschen haben. Eine feste und die Nummer 2 und 3 ist eine Abnahme. Und die nächste eine feste. So. Und die zweite. Und die dritte. Da ist eine Abnahme. So schaut das Ganze jetzt aus. Jetzt häkeln wir hier vorne. Wir haben insgesamt 6 Maschen und werden in jede Masche eine feste Masche häkeln. Eine Runde lang, also 6 feste Maschen, und dann sehen wir uns wieder. Das Ganze schaut dann so aus. Ich habe hier den Faden innen nochmal nachgezogen. Und jetzt fangen wir mit der nächsten Farbe an. Bei mir ist es jetzt dieses Grau. Und zwar weiter in Spirale. Hier ist es so. Wir gehen einmal durch, holen den Faden, nehmen dann diesen, legen den daneben und arbeiten mit Grau weiter. Wir haben beide Farben auf der Nadel, so ich kann schon gar nicht mehr reden, und ziehen die graue da unten durch, damit wir eine saubere Masche haben, sage ich mal. Ne? Die bleibt komplett rosa und wir beginnen jetzt mit Grau. So, und in unsere nächste Runde. Also wir haben aktuell 6 Maschen und wollen jetzt jede verdoppeln. Das heißt, wir müssen gleich insgesamt 12 haben. Hier das Rosa, das können wir abschneiden und dann kann man das auch hier mit dem Grauen verbinden. Da könnt ihr einfach einen Knoten reinmachen. Das mache ich jetzt. Ne, ich habe das Ganze verknotet und wir häkeln jetzt in jede Masche 2 feste Maschen. Die werden alle verdoppelt und wir müssten dann gleich insgesamt 12 haben. Also einmal hier durch und nochmal 1 und 2. Hopp. Das ist alles so klein, da muss man echt ganz genau gucken. Hier kommt die Nummer 3 und 4. In die nächste. Da kommt die Nummer 5 und 6. Ich würde sagen, ich melde mich einfach gleich nochmal, sonst wird das Video allzu lang, ne? Nun schaut das Ganze so aus und wir haben 12 Maschen. In unserer nächsten Runde, ja, eigentlich sage ich euch immer wie vielte Runde, aber jetzt gerade diese Anleitung, die habe ich selbst geschrieben und ich habe mir die, oder ich habe die nicht geschrieben, ich mache das aus dem Kopf, so, entschuldige, ich mache das aus dem Kopf und ich habe jetzt gar nicht nachgezählt. Also die graue, mit Grau ist es jetzt die erste Runde, wir können ja gerne so weiterzählen, jetzt kommt die zweite Runde. Markierung habe ich mir reingelegt. In der zweiten Runde werden wir erstmal nur feste Maschen häkeln, das heißt, wir haben aktuell 12 Maschen und werden gleich immer noch 12 haben. Also keine Zunahmen, keine Abnahmen, nur 12 Maschen. 1, 2, 3, 4. Bis zur Markierung und dann sehen wir uns wieder. Meine 5. 6. 7. 8. 9. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Kommt ein bisschen näher. 10, 11 und die letzte, die 12. Markierung nehmen wir raus. In unsere nächsten Runde, das ist jetzt die dritte Runde, werden wir jede zweite Masche verdoppeln. Das heißt, wir haben aktuell 12 Maschen und werden dann gleich am Ende insgesamt 8 haben. Also wir gehen hier in unsere erste und häkeln eine feste Masche. Dann kommt hier unsere zweite. Diese wird verdoppelt, da häkeln wir 2 hinein. Und das machen wir jetzt abwechselnd. Verdoppelt in die nächste, da häkeln wir nur eine hinein. Die nächste wird wieder verdoppelt. Und danach wieder eine. Dann wieder verdoppelt. 1 und 2. In die nächste wieder nur eine Masche. Nachziehen, ihr müsstet insgesamt 18 Maschen haben. Das Ganze schaut dann so aus. Den Faden, den holen wir uns hier wieder hoch. Nun haben wir 18 Maschen und wir werden in unserer nächsten Runde, müsste jetzt die vierte Runde sein, da werden wir nur feste Maschen häkeln, keine Zunahmen, keine Abnahmen, 18 Mal nur feste Maschen und dann sehen wir uns wieder. Ich habe mich nochmal dafür entschieden, dass wir noch eine zweite Runde nur feste Maschen häkeln, also genauso wie gerade auch, keine Zunahmen, keine Abnahmen. Das ist jetzt Runde Nummer 5, eine Runde lang wieder nur feste Maschen. Und dann schauen wir mal, wie das ausschaut und ich überlege dann weiter. Und die letzte. Das Ganze schaut dann so aus. Ich möchte halt nicht, dass das hier wie so eine Halbkugel ausschaut, sondern etwas so in die Länge gezogen ist. Und deswegen dachte ich mir, komm, da musst du auf jeden Fall noch eine Runde mit festen Maschen machen. Jetzt bin ich überlegen, mache ich tatsächlich nochmal? Ich glaube ja. Also wir machen jetzt nochmal eine Runde mit nur festen Maschen. Das ist jetzt Runde Nummer 6. Und somit die dritte Runde, wo wir nur feste Maschen machen, keine Zunahmen, keine Abnahmen. Und los geht's. Lasst euch nicht von mir verwirren. Also es ist jetzt die dritte Runde, wo wir nur feste Maschen machen. Und insgesamt ist das jetzt die 6. Runde mit Grau, ne? Das mache ich jetzt alleine und ich melde mich dann, wenn ich an meiner Markierung angekommen bin. Nun schaut das Ganze so aus. Wir nehmen die Markierung wieder hoch und wir machen weiter mit Zunahmen. Nun kommt jetzt unsere 7. Runde und hier werden wir jede dritte Masche verdoppeln. Wir haben aktuell 18 Maschen und müssten dann gleich insgesamt 24 Maschen haben. Also die erste. Ist eine feste, in die zweite Masche kommt wiederholt eine feste und das ist unsere dritte, diese wird verdoppelt. Da machen wir 2 feste Maschen hinein, einmal und zweimal und das wiederholen wir wieder komplett bis zu unserer Markierung und dann sehen wir uns wieder. Also jede dritte Masche wird verdoppelt. und die letzte wird verdoppelt. Wir sind wieder an unserer Markierung angelangt und das Ganze schaut jetzt so aus. Jetzt nehmen wir hier unsere Markierung, setzen die hier oben rein und häkeln 2 Runden, nur feste Maschen, keine Zunahmen, keine Abnahmen, einfach nur feste Maschen, 2 Runden. Und wenn ihr das habt, dann sehen wir uns wieder. Nun schaut das Ganze so aus. Wir nehmen unsere Markierung, setzen die hier oben ein und wir machen weiter mit Abnahmen kommen jetzt. Genau, jetzt kommen Abnahmen. Das heißt, jede dritte Masche ist eine Abnahme. Das machen wir jetzt eine Runde. Also die erste ist eine feste Masche, in die zweite eine feste Masche. Jetzt gehen wir durch die dritte, holen den Faden, gehen durch die vierte, holen den Faden, holen erneut den Faden und gehen jetzt durch alle 3 Schlaufen. Das war unsere Abnahme. Nochmal die erste, eine feste Masche, durch die zweite, eine feste Masche, die dritte, dann durch die vierte, wir holen den Faden und gehen durch alle 3 Schlaufen und das war unsere Abnahme. Das wiederholen wir bis zur Markierung und dann sehen wir uns wieder. Wir haben aktuell oder hatten eben aktuell 24 Maschen und müssten dann gleich nur noch 18 haben. Nun bin ich an der Markierung wieder. Den lasse ich jetzt so liegen. Gleich wird das Ganze geschlossen und häkeln sozusagen den Plattenkörper gleich weiter. Ich zeige euch, wie wir jetzt die Augen machen. Das können wir nämlich dann hier noch innen verbinden. Wenn das aber zu ist gleich, dann kann man das halt nicht mehr machen, ne? Genau, deswegen machen wir das jetzt. Und gleich können wir das Ganze auch noch ein bisschen mit Füllmaterial stopfen. Kaufe ich, also das hatte ich eben gar nicht erwähnt, das brauchen wir nämlich auch. Kaufe ich bei Amazon, ist in 1-2 Tagen da, finde ich super. Den Link findet ihr in meiner Linkbeschreibung, also Videobeschreibung, wirklich ganz einfach. So, das legen wir einmal zur Seite. Dann brauchen wir einmal ein bisschen Weiß oder ja, nehmt die Farbe, die ihr wollt. In meinem Fall ist es weiß. Wir machen einen magischen Ring, so wie am Anfang auch, und häkeln darin 4 feste Maschen. Eine, 2, 3 und 4. Wir schließen diesen Ring. Und jede Masche wird verdoppelt. Habt ihr gar nicht richtig gesehen, ne? Das heißt, in jede Masche 2. Wir haben aktuell 4 und müssten dann gleich am Ende 8 Maschen haben. Wir gehen hier in die erste. Und häkeln 2 feste Maschen. Gar nicht so einfach, weil das so winzig ist. Einmal und 2. Wir gehen in die nächste Masche, verdoppeln diese auch. Das ist dann unsere Nummer 3 und 4. Gehen in die nächste. Das ist dann unsere 5 und unsere Nummer 6. So, und gehen hier in die letzte und verdoppeln diese auch noch. Das ist dann unsere Masche Nummer 7 und darin die Nummer 8. Das Ganze schaut dann so aus. Den können wir hier zusammenziehen und schließen. Und in unsere nächste Runde, das Ganze schaut jetzt so aus, in unsere nächste Runde, da häkeln wir einfach nur 8 feste Maschen und dann sind wir mit dem Auge fertig. Also einfach nur 8 feste Maschen und dann sehen wir uns wieder. Das Ganze schaut dann so aus. Wir machen hier noch eine Kettenmasche, das heißt, wir ziehen den Faden einfach nur durch. So, und hier auch. Dann machen wir eine Luftmasche, ziehen den ein bisschen lang, lassen da ein bisschen was dran, damit wir das Ganze auch gleich vernähen können. So. Dann kommt hier, wenn ihr eins habt, sonst könnt ihr da einfach auch mit schwarzem Garn häkeln. So wie es euch gefällt, ne? Das Ganze wird hinten verbunden. Dann wird das Ganze hier drauf genäht, so wie es euch gefällt. Ich glaube, das Nähen brauche ich euch nicht zeigen, ne? Also einfach hier rein und dann versuchen, dass man das so ein bisschen fest bekommt. Ja, eigentlich ganz einfach. Ich glaube, das brauche ich euch nicht zeigen. Und natürlich braucht ihr davon auch noch ein zweites. Und wenn ihr das habt und angebracht habt, dann zeige ich euch, wie es mit dem Körper weitergeht. Nun schaut das Ganze so aus. Und wir stopfen das ein bisschen mit Füllmaterial. Ja, ein bisschen viel. Kann man gleich auch noch mal ein bisschen nachstopfen, falls es doch noch zu wenig ist. Hier sind wir. Die können halt da wieder rein. Upp. Jetzt nehme ich auch wieder meine Markierung. Und in der nächsten Runde, also wir haben aktuell 18 Maschen. Und in der nächsten Runde machen wir weiter mit Abnahmen. Und zwar, jede zweite ist eine Abnahme. Wir häkeln eine feste, eine Abnahme, eine feste, eine Abnahme bis zu unserer Markierung und dann sehen wir uns wieder. Ich zeige es euch einmal. Wir gehen hier in unsere erste. Da häkeln wir eine feste Masche in die nächste, holen wir den Faden, dann gehen wir in die dritte Masche, holen den Faden, holen erneut den Faden und gehen durch alle 3 Schlaufen. Somit ist es unsere Abnahme und das wiederholen wir bis zur Markierung. Nun schaut das Ganze so aus. Wir haben insgesamt 12 Maschen und werden auch hier wieder mit Abnahmen weiterarbeiten. Das heißt, jede Masche ist eine Abnahme. Am Ende müssten wir 6 Maschen haben, dann vernähen wir das Ganze und der Kopf ist fertig. Also gehen durch die erste, holen den Faden, gehen durch die zweite, holen den Faden, den brauchen wir nicht, holen erneut den Faden und gehen durch alle 3. Das machen wir 6-mal. Das war die erste. Wir gehen durch, holen den Faden, gehen durch die zweite, holen den Faden. Erneut den Faden, gehen durch alle 3. Und das war unsere zweite. Wenn ihr das 6-mal gemacht habt, dann sehen wir uns wieder. Nun schaut das Ganze so aus. Wir machen hier noch eine Luftmasche, ziehen den Faden lang und schneiden es hier ab. Und dann können wir das Ganze zunähen. Das Ganze habe ich festgezogen. Den habe ich ja jetzt abgeschnitten zum Zunähen. Ich habe mir aber jetzt was überlegt. Den lassen wir jetzt einfach mal ganz schnell hier rein verschwinden. Und zwar, wir haben ja 6 Maschen. Wenn wir diese so zusammenquetschen, sind das 3 oben, 3 unten und ich habe mir gedacht, diese häkeln wir jetzt einfach zusammen. Das heißt, ja, wir brauchen ja jetzt einen neuen Faden. Wir hätten den eigentlich gar nicht abschneiden brauchen. Also wir legen den einfach da so hin und schnappen uns hier die zwei, unten und oben, holen den Faden, ja ist richtig, holen den Faden, ziehen den hier durch, machen eine feste Masche, gehen dann durch die zweite Masche unten und oben, holen erneut den Faden und machen hier die nächste Masche. Und machen das bei der letzten genauso oben und unten, holen den Faden und machen erneut eine. Jetzt haben wir hier oben drei Maschen und die benutzen wir jetzt. Wir machen eine Luftmasche, immer wenn wir am Ende angekommen sind. Also hier eine Luftmasche. Wir drehen unsere Arbeit, überspringen die erste, ich muss es euch nochmal zeigen, so, überspringen die erste Masche, gehen in unsere zweite und die verdoppeln wir jetzt. Wir machen eine da rein und noch eine. Dann gehen wir in unsere zweite und die verdoppeln wir eine und noch eine. Dann gehen wir in unsere letzte Masche und die verdoppeln wir auch. Eine und zwei. Ja, den lassen wir nachher einfach verschwinden, indem wir das einfach da drin nähen. Wir machen wieder eine Luftmasche. Wir drehen unsere Arbeit, gehen in die zweite rein, machen eine Luftmasche, gehen in die nächste Masche rein und häkeln dann zwei, also verdoppeln. Eins und zwei. Da muss man ganz genau gucken. Dann gehen wir hier wieder in unsere nächste. Da machen wir nur eine rein. Wir gehen in die nächste. Da machen wir wieder nur eine rein. Wenn wir hier gucken, das ist jetzt hier die vorletzte. Die vorletzte, die wird wieder verdoppelt. Wie am Anfang auch. Eins und zwei. Und die letzte, die wird einfach nur, da kommt einfach nur eine Häkel, eine Masche. So, so sieht der Körper dann aus. Seht ihr das? Das gefällt mir. Und so machen wir weiter. Wir machen eine Luftmasche. Wir drehen unsere Arbeit, gehen, überspringen die erste, gehen hier in unsere zweite, machen eine feste Masche. Dann kommt die nächste. Da machen wir wieder zwei hinein. Eine haben wir und nochmal eine. Dann gehen wir in die nächste. Da kommt wieder nur eine. Das bis zur vorletzten. In der vorletzten machen wir wieder zwei hinein, denn die wird wieder verdoppelt. Ne? Überall nur eine. So, da ist die vorletzte, da machen wir zwei hinein und in die letzte dann wieder nur eine. Da müsst ihr mal ganz genau gucken, das ist nämlich die letzte. So schaut das Ganze aus. Wir machen wieder eine Luftmasche, drehen unsere Arbeit, überspringen die erste, gehen in die zweite, machen eine feste Masche und die nächste, die wird wieder verdoppelt. Da kommt 1 und Nummer 2. Dann häkeln wir ganz normal weiter, nur mit festen Maschen. Wieder bis zur vorletzten, denn die wird ja wieder verdoppelt. Die wird verdoppelt. Ich kann auch jetzt gleich nochmal zählen, wie viele Maschen ich habe. Das mache ich jetzt. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Maschen. Ich bin überlegen, ob das denn jetzt für mich reicht oder ob ich noch mehr machen möchte. Ich glaube, ich mache tatsächlich noch eine, sonst wird mir das zu dünn. Ja, ich glaube, das sieht dann auch nochmal, ja, also wenn eine, sag mal, eine Maus platt gefahren wurde, dann ist der Körper ja auch dicker, ne? Ich will die aber jetzt nicht so dick haben. Ich glaube, ich mache noch einmal Zunahme und dann zeige ich es euch, wie es weitergeht. Also hier angekommen, am Ende immer die Luftmasche nicht vergessen. Einmal umdrehen, überspringen die erste, wir gehen in die zweite, machen eine Masche und die nächste, die wird verdoppelt. Das habe ich euch ja jetzt schon mehrmals gezeigt, ne? Einmal mache ich das noch, dann kommen in jede Masche eine feste Masche. So, bei der vorletzten angelangt, hier machen wir 2, die wird verdoppelt und in der letzte, da machen wir nur eine und eine Luftmasche. Ja, ich bin mir echt noch nicht sicher. So, wir legen jetzt mal weiter. Ich habe eine Luftmasche und jetzt passiert eigentlich nichts anderes wie einfach nur am Ende eine Luftmasche. Die ganze Arbeit drehen. Nicht vergessen, die erste immer zu überspringen. Wir gehen in die zweite und häkeln nur feste Maschen. Also nicht wie eben hier verdoppelt und am Ende verdoppeln. Sei denn, ihr wollt es noch breiter haben, ne? Dann macht ihr das schon so. Aber nachdem ihr eure Breite habt, macht ihr es so, wie ich gemacht habe. Also einmal eine Luftmasche, wir drehen unsere Arbeit, häkeln wieder komplett bis zum Ende nur mit festen Maschen, machen am Ende wieder eine Luftmasche, drehen wieder unsere Arbeit und so weiter, bis es so lang genug ist, wie ihr es haben wollt. Ich kann euch nachher auch nennen, wie viel Zentimeter, ich kann das gerne dann mal abmessen, wie viel Zentimeter ich habe und dann könnt ihr es entweder genauso machen oder je nachdem kürzer oder länger, so wie es erwünscht ist. Ich mache eben diese Reihe noch zu Ende und dann würde ich euch alleine lassen. Beziehungsweise mich dann wieder melden, wenn ich dann meine gewünschte Länge erreicht habe. So, dann wieder eine Luftmasche, die Arbeit wenden und wieder erneut einfach nur mit festen Maschen häkeln. So schaut es aktuell aus. Dass ich jetzt eine zweite Farbe genommen habe, war so eigentlich nicht geplant, aber ich hätte mir auch denken können, dass dieses Dunkelgrau einfach nicht ausreicht und ja, ich habe halt leider nicht mehr und deswegen habe ich einfach ein Hellgrau dazu genommen und ja, mal schauen, was ich daraus mache. Das sind jetzt ungefähr 20 cm. Ihr könnt es natürlich auch noch länger machen, macht es so, wie es euch gefällt. Also hier am Ende angekommen, da habe ich keine Luftmasche gemacht. Ich möchte, dass das Ganze jetzt so ein bisschen in die Schmale geht. Und deswegen keine Luftmasche. Wir drehen das Ganze um und häkeln wie gewohnt weiter. Wir überspringen auch hier die erste Masche, gehen in die zweite und häkeln in jede Masche eine feste Masche und das bis hier vorne hin. Am Ende macht ihr keine Luftmasche, man wendet das Ganze wieder, überspringt wieder die erste und häkelt so weiter. Und das macht ihr jetzt so oft, bis es euch gefällt, bis es euch schmal genug ist. Ne? Genau, ich mache das jetzt einmal und melde mich dann einfach, um euch zu zeigen, wie weit ich gekommen bin und wie es dann ausschaut. So, jetzt hier noch die letzte. Da muss man immer ganz genau gucken, ne? Aber das wisst ihr ja jetzt. Keine Luftmasche, ich drehe das Ganze, überspringe die erste, gehe hier in meine zweite rein und häkel weiter. Und gleich merkt man schon, dass es so in die schmale geht. So. Ich melde mich dann einfach gleich nochmal. Schaut mal, hier andersrum, so. Das ist jetzt die 13. Runde. Und hier am Ende angekommen. Ich habe dann auch nur noch zwei Maschen. Möchte ich gerne die Farbe wechseln und zwar wieder hier dieses rosa, dieses helle. Das halte ich mir hier einfach so wieder dran, ziehe das einmal durch und dann ist diese Seite vollendet. Ich habe hier mein rosa drauf. Wenn wir das haben, drehen wir unsere Arbeit. Und überspringen die erste, gehen hier in die zweite rein, machen eine feste Masche, gehen in die zweite rein, in die nächste und letzte so, machen eine feste Masche und haben jetzt hier unsere zwei. Und diese zwei wollen wir beibehalten und genau deswegen werden wir jetzt wie auch vorhin am Anfang immer eine Luftmasche machen. Also am Ende angekommen, wir machen eine Luftmasche, wir drehen unsere Arbeit, wir überspringen die erste, gehen hier in die zweite, machen eine feste Masche, gehen in die nächste, machen eine feste Masche, wir machen eine Luftmasche, wir drehen unsere Arbeit wieder, überspringen die erste, gehen hier in die zweite, machen eine feste Masche, gehen in die nächste, machen eine feste Masche, am Ende wieder eine Luftmasche, drehen unsere Arbeit, überspringen die erste, gehen hier in die zweite, machen eine feste Masche, wir gehen in die nächste, machen eine feste Masche, am Ende angekommen, wir machen eine Luftmasche und so sieht es dann aus. Ihr seht's. Und das ist ja das Schwänzchen. Das könnt ihr dann so lang machen, wie ihr wollt. Ne? Ist ja eine Ratte, also wäre es doch schon, ja, wenn das der Kopf ist, dann vielleicht doppelt so groß, doppelt so lang. Genau. Das könnt ihr natürlich so machen, wie ihr wollt. Ich melde mich dann, wenn ich dann mit meinem Schwänzchen fertig bin. So, also für mich ist das jetzt lang genug. Wir überspringen den ersten, gehen in den zweiten, machen eine feste, in die nächste, eine feste. Wir machen keine Luftmasche, drehen unsere Arbeit, überspringen den ersten, gehen in den zweiten und das ist ja auch somit der letzte. Eine feste Masche, eine Luftmasche. Das Ganze können wir dann rausziehen, abschneiden. Ich lasse da so ein bisschen was dran. Und dann sind wir damit fertig. Und jetzt fehlen noch die Öhrchen, die Arme und die Beine. Ich zeige euch nochmal hier komplett, wie es jetzt ausschaut. Und ein bisschen dunkelgrau habe ich mir noch aufgehoben, damit ich die Ohren häkeln kann, sowie auch die ja, Arme und Beine, ne? Genau, wir fangen an mit den Armen. 3 Stück habe ich schon gemacht. Also so in etwa soll auch das vierte ausschauen. Ich habe die auch alle tatsächlich gleich lang gemacht und zeige euch jetzt, wie ich das eben gemacht habe. Eine Art magischen Ring, gehen da mit der Nadel rein, holen den Faden, so, machen eine feste Masche, beziehungsweise ein Knoten, ja, es wird ein Knoten, wir ziehen dann hier unten dran und zählen jetzt noch 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ziehen den hier lang, schneiden das Stück dann einfach ab. So. Ziehen es lang und dann nehmen wir noch rosa, brauchen ja ein Stück rosa. Und da häkeln wir, also wir machen genau das gleiche wie eben auch. So, machen den Knoten und häkeln noch 6 Luftmaschen. Also eine Luftmaschenkette machen wir. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ziehen den durch, schneiden es ab. So, die ziehen wir an beiden Seiten. Dann schneiden wir auch hier nochmal die Ecken. Also hier an beiden Seiten wirklich ganz, ganz kurz. Das brauchen wir nicht. So sieht das dann bei mir aus. Und dann brauchen wir noch ein. Wir machen genau dasselbe. Hopp. Nadel rein. Holen den Faden, machen einen Knoten und häkeln hier nochmal 3. 1, 2, 3. Ziehen den Faden. Schneiden den ab, wobei der darf auch ruhig ganz kurz sein. Also so, dann ziehen wir die 2 Enden. So schaut es aus. Wir schneiden nur eine Seite ganz kurz, wie bei den anderen 2. Dann ziehen wir diesen nämlich hier ziemlich in der Mitte. Ziehen wir den Faden einmal durch. So schaut es bei mir aus und das Ganze wird jetzt hier einfach zusammengebunden, also verknotet. Ich mache da einen festen Knoten rein. Ihr könnt auch 2 machen, dann habt ihr es sicher ganz fest. War das jetzt ein Knoten? Oder guck, nee, es war kein Knoten. Das feste Ziehbuch, ja, schmeißt die Kamera um und dann könnt ihr das abschneiden. So, jetzt bringen wir das noch eben am Körper dran. Da habe ich ein bisschen was dran gelassen, damit man das entweder zum Vernähen, zum Verknoten, wie auch immer, ne? Was ich noch gesagt haben wollte, hier könnt ihr natürlich auch 4 machen, ne? Also, weil das sieht ja jetzt eher aus wie so, keine Ahnung, Kükenfuß. Ihr könnt natürlich auch ein 4. machen. Ich fand das jetzt halt so, ja, kann man es ganz einfach machen. Ja, macht, wie ihr es wollt. Ich lasse es so und wir fangen an mit den Öhrchen. Da nehme ich einfach erstmal das Rosa. Wir machen einen magischen Ring. Und darin häkeln wir 6 Maschen. 1, 2, 3, 4, 4, 5 und 6. Hier können wir diesen Ring mit einer Kettmasche schließen. Dann schließen wir auch diesen Ring. Und wir können hier einfach mit der nächsten Farbe anfangen. Mal gucken, wo mein Faden ist. So. So, eine Luftmasche. Wir gehen in die Masche. Häkeln 2 Maschen, also jede Masche wird verdoppelt. Wir hatten ja eben 6 und müssten dann gleich am Ende 12 haben. Und das war es dann auch einfach schon. Also dann schließen wir diesen Ring. Dann braucht ihr natürlich ein zweites davon. Auch dieser wird dran genäht. Und dann ist es eigentlich vollendet. So, diesen Kreis schließe ich jetzt hier mit einer Kettenmasche, einer Luftmasche, lasse hier was dran zum Vernähen. So, davon braucht ihr dann natürlich auch ein zweites und dann wird das Ganze vernäht. Also hinter den Augen. Das geht wirklich ganz einfach. Ich zeige euch das jetzt hier so ganz kurz. Ihr könnt das natürlich so anbringen, wie ihr wollt. Für alle, die nicht nähen können, man kann das auch ganz easy mit Heißkleber, Heißkleber anbringen. Seht ihr überhaupt, was ich hier mache? Also ich habe das jetzt einmal da reingestochen, einmal so hin und her und das war es auch schon. Gehe hier nochmal rein, um das Ganze nur nochmal zu befestigen. Sieht aus wie so ein Hut. So, hier gehe ich auch nochmal durch, komme hier irgendwo vorne raus. So. Kann das dann abschneiden. Und dann schaut das Ganze so aus. Da ist ein bisschen Füllmaterial mit raus. Das geht aber ganz easy wieder rein. Ne? So schaut das aus. Das macht ihr jetzt hier. Hier ebenso. Einfach nur zusammenknoten. So wie es euch gefällt. Und ich zeige euch gleich nochmal das Endergebnis. Und so schaut das Endergebnis aus. Ich nehme mal die Kamera runter. Tada! Ich finde es irgendwie richtig cool. Hier, das verdreht sich alles noch so ein bisschen. Dann da die Beine. Der rollt sich auch total ein, aber entweder bügelt man den glatt oder man lässt das so. Ich finde es richtig schön. Das stört mich überhaupt nicht. Aber ja, dunkel würde schon viel besser ausschauen, ne? Oder alles in hell. Ja, und das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Tschüss!